Willkommen zu einem neuen Video und erst einmal gute Besserung an Henno, gute Besserung an alle, die hier gerade zuschauen und auch krank sind. Es geht gerade extrem rum, deswegen ruht euch aus, trinkt viel und entspannt euch. Ich als Gurkenglas-Gnu werde deswegen euch heute ein tolles Game präsentieren, welches ich momentan wirklich sehr viel spiele. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist. Das hat mir damals meine Community empfohlen, und zwar 60 Seconds. Einige von euch werden es wahrscheinlich kennen. Für die, die es nicht kennen, werde ich kurz das Spielprinzip erklären. Wir haben gleich 60 Sekunden Zeit, bis die Atombombe einschlägt. In diesen 60 Sekunden muss ich in meinem Haus alles, was ich schaffe, in den Bunker schmeißen. Meine Frau, meine zwei Kinder, je nachdem, wie man spielt, und mich, den Vater. Wir können allerdings auch sagen, wir lassen zwei oben, dann sterben die. Und nehmen dafür ein Radio mit, ganz viel Wasser, ganz viel Essen. Denn dann verbrauchen die auch weniger von unserem Essen und den Rationen. Das heißt, wir werden jetzt gleich verschiedene Gegenstände nehmen und werden die alle versuchen, so schnell es geht, in den Bunker zu schmeißen. Und dann werden wir nämlich schauen, wie lange wir mit diesen Gegenständen, die wir in 60 Sekunden eingesammelt haben, in den Bunker überleben können. Sehr cooles Game. Ich habe es, wie gesagt, schon sehr viel gespielt. Und deswegen freue ich mich, das heute hier mit euch machen zu dürfen. Und würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So, ich würde sagen, wir machen einmal die Postapokalypse und wir nehmen einmal den Fat Man, also Mittel. Da haben wir quasi weniger Erkundungszeit. Hier sehen auch die verschiedenen Schwierigkeitsmodi. Ich habe es auf Little Boy jetzt einmal durchgespielt, weil ich einfach wissen wollte, was haben für verschiedene Geschehnisse unten im Keller für eine Auswirkung. Man hat zum Beispiel auch viel mehr Ausstattung unten. Ich glaube, hier bei Fat Man nicht. Bedeutet also, die Folge kann deutlich kürzer sein, als sie sein sollte. Ich würde jetzt auch mal Dolores nehmen. Jeder von den Einzelnen hat zum Beispiel auch seine verschiedenen Skills. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ab ins Abenteuer. Wobei, ich nehme Ted, den bin ich schon gewohnt. So, let's go. So, jetzt seht ihr quasi, Gasmaske ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Weil wir wollen ja nicht verstrahlt werden, meine Lieben. So, das bedeutet, ihr seht ja, die Zeit tickt. Wir sind hier und da hinten ist der Bunker. Und jetzt geht gleich der Alarm los. Wir müssen alles eingrabben, was wir können. 3, 2, 1. Ah! Nein, ist zu voll. Ist immer so stressig. Okay, let's go. Schnell, schnell, schnell. Ich nehme das mit. Nimm die Muni mit. Okay, das schmeißen wir schnell rein. Ganz wichtig, auf jeden Fall die Gasmaske. Ich will die Gasmaske. Ich will den Koffer. Ich will den Koffer haben. Und ich nehme meine Tochter auf jeden Fall mit. Die Tochter soll mitkommen. So, schnell. Insektenspray, why not? Und dann brauchen wir noch ganz viel Essen. Das ist auch ganz wichtig. So. Verdammt, ist alles hier. Nein, ich brauche Essen. Ist schon richtig schlecht gelaufen jetzt. Okay, ich nehme jetzt erstmal Wasser und so mit, bevor ich meine Frau mitnehme. Weil umso mehr Menschen da sind, umso mehr verbrauchen wir leider auch. So ist halt das Leben eben. So, okay. Wo hat sie noch? Ich hatte doch gerade noch hier so viel Essensvorräte, oder? Hier hinten, die nehme ich alle noch mit. Zack, zack, zack. Nimm doch das mit. Okay, was gibt's hier noch so? Verdammt, bitte noch. Nein, verdammt, ich kann nichts mehr mitnehmen. Das war so schlecht. Die Karte. Okay, verdammt, das war schlecht. Okay, wir müssen leider in den Bunker. Let's go. RIP, meine Frau und mein Kind. That's life. Tora, Tora habe ich freigeschalten. Oh mein Gott, okay. So, Leute. Tag 1 im Bunker. Mit mir. Es fehlt unfassbar viel. Hier würde eigentlich noch die Mutter sitzen und der Sohn. Wir haben noch genug Rationen. Ich habe die jetzt mal oben gelassen, weil die fressen immer so viel weg. Könnt ihr aber spielen, wie ihr wollt. Jedenfalls. Ich habe den Koffer mitgenommen, da hat es oft auch Rationen drin. Und da war ein Schloss drin. Tag 1. Wenigstens haben wir zwei es geschafft. Hätten wir doch nur ein kleineres Haus und weniger rutschige Fußböden. Wir können uns nicht daran erinnern, diese Vorräte in den Bunker genommen zu haben, aber wir beschweren uns nicht darüber. Wir hätten den Bunker vermutlich ohnehin besser ausstatten sollen. Gut, dass wir diesen Koffer geschnappt haben. Was wir darin gefunden haben, wird uns auf den Fall nützen. Das ist Schloss. Und eine Axt, sehr gut. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus Dosen essen, aus Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das bereits. Wir haben gerade genug Wasser für alle. Wir werden es strikt rationieren müssen. Ist auch ganz wichtig. Einen besseren, ausstraffierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Nicht, dass wir je einen anderen gesehen hätten, aber das scheinen eine Menge Vorräte zu sein. Könnt ihr gerne mal Henno herausfordern, dass er das mal spielt in Ultraschwer. Bin ich mal gespannt. So,
Jetzt, Leute, ganz wichtig. Man sagt in diesem Spiel, ihr seht jetzt gerade Ted und Mary Jane, die haben noch keine Bedürfnisse. Gegen später steht hier dran durstig, hungrig. Und es gibt in dem Spiel eine Regelung, dass man im besten Fall denen immer nur alle 5 Tage was zu essen und zu trinken gibt, weil das überleben sie. Ich glaube, essen würde sogar noch 6. Tag gehen, aber ich mache es immer 5. Tag, weil gegen später werden wir so viele Tage haben, dass sie sonst durcheinander kommen. So, in jedem Tag gibt es eine kleine Herausforderung oder nicht. Die steht normalerweise hier. Heute steht drin, in dieser Situation ist es schwierig, den Mut nicht zu verlieren. Wir hoffen, dieses ganze Chaos hat bald ein Ende, sonst enden wir vielleicht an einem schlimmeren Ort als in diesem gemütlichen Bunker. So, das hier ist ein Eiswagen, den kann man eventuell zusammenbauen. Ihr könnt nämlich später, das ist hier dieser durchgestrichene Rucksack, Expeditionen machen. Wichtig für die Expeditionen, dass die Leute gesund sind und die schickt ihr dann raus. Die kommen dann nach 3-4 Tagen und wenn ihr Glück habt, bringt die was mit. Dazu gibt es eine Karte, die habe ich leider nicht dabei. Damit kann man die zu gezielten Orten bringen. Aber das ist jetzt noch nicht wichtig, das erkläre ich euch später nochmal. So, Tag 2. Es hat geklopft. Es klopft an der Tür. Wir tun unser Bestes, um Ruhe zu bewahren. Unsere Lage ist alles andere als normal und vielleicht gewöhnen wir uns nie daran. Wir hoffen, dass bald die zugesagte Hilfe kommt. Mit Ted ist nicht viel los, kein Ärger, nichts Neues. Mary Jane scheint heute gut drauf zu sein. Hoffentlich bleibt das so. So. Vorräte zeigen. Ted, wir haben noch gar nichts, noch alles easy. So, hier seht ihr jetzt die Expedition. Anscheinend ist das Gebiet noch immer verstrahlt. Momentan sollte man Ausflüge ins Ölland unterlassen. Es sei denn, man hat kein Problem damit, krank zu werden. Deswegen schicken wir jetzt noch niemanden raus. Hier steht auch immer, ob man die Leute rausschicken kann oder nicht. Beispielsweise bei Ted steht, Ted würde gern sein Leben im Ölland riskieren. Das Ölland ist keine Herausforderung für Mary Jane. Bedeutet quasi, für sie wäre es jetzt easy. Sie würde lebend zurückkommen. Indem man gegen die Falltür unseres Bunkers schlägt, das war das Klopfen von gerade, erlangt man ganz sicher unsere Aufmerksamkeit. Der oder die Urheber des Lärms sind ziemlich hartnäckig. Das geht nun schon seit 5 Minuten so, sollen wir aufmachen. So, und das sind diese Entscheidungen in diesem Spiel, die mich fertig machen, weil ich weiß nicht, was bei dieser Entscheidung passiert. Ich glaube, ich würde nicht aufmachen, weil es läuft gerade alles gut und ich möchte nicht überfallen werden. Es können aber auch nette Menschen sein, die euch übel die krassen Gegenstände geben. Ich sage jetzt aber erstmal nein. Es läuft noch alles in Ordnung. So, Tag 3. Überlegt euch mal, Tag 3 in einem Bunker, ohne irgendwas zu wissen. Das ist ja furchtbar, echt. So. Also. Nach einer Weile hat das Geklopfe aufgehört und die Person auf der anderen Seite der Tür ist von dannen gezogen. Wir wissen nicht, wer es war. Werden wir es je erfahren? Ted sollte bald etwas trinken. Wasser für Mary Jane zu besorgen, klingt nach einer guten Idee. Das ignorieren wir jetzt mal. Es ist übrigens auch super wichtig in dem Spiel, es gibt ein Radio. Und das ist mega gut, weil dadurch bekommt ihr immer Neuigkeiten und Infos. Wann dürft ihr ins Ölland gehen? Wann ist die Strahlung weg? Und das habe ich jetzt leider nicht. So, jetzt steht hier zum Beispiel dran, durstig, durstig. Durstig ist aber noch nicht dehydriert, deswegen kriegen die noch nichts von mir. Ich schicke auch noch niemand raus. Unsere Gedanken über Alternativen zu unserem aus Suppe bestehenden Speiseplan wurde von einem plötzlichen Klopfen an der Falltür unterbrochen. Wir bekamen Besuch von einer Gruppe Überlebender, die in ziemlich schlechter Verfassung waren. Alles, was sie wollten, war etwas Wasser und ein Happen zu essen oder zumindest sauberes Verbandszeug und Medikamente, um ihre Verletzung zu behandeln. Also es kann sein, dass ihr Leuten was gebt und die helfen euch später, es kann aber auch komplett für den Arsch sein, deswegen... Ich weiß nicht, ob ich dem was geben möchte. Ich passe mal. Verbandskasten gebe ich auf gar keinen Fall irgendwen, weil das ist somit immer das Wichtigste. Ich gebe mal nichts. Wir sind mal egoistisch. Ich will ja surviven. Okay. Was? Was? Es ist alles weg? What? Wir waren nicht unhöflich, als wir ihre Bitte zurückgewiesen haben. Trotzdem gingen sie im selben Augenblick mit Fäusten, Steinen und Stöcken auf uns los. Wir hatten schon mit dem Leben abgeschlossen, aber die Barbaren waren zufrieden damit, unsere Vorräte zu plündern. Nach ihrem Verschwinden blieb uns nichts anderes übrig als in unserem... Oh mein Gott, das hatte ich ja noch nie. Jetzt sind wir dehydriert, jetzt sterben wir ja gleich. Oh nein. Mary Jane ist halt ausgesprochen ruhig. Das passt gar nicht zu ihr. Ja, ich rede mit ihr. Oh mein Gott, das ist ja der absolute Super-GAU.
Ich dachte eigentlich, die Folge geht eine Stunde. Nichts löst ein Problem besser als ein ehrliches Gespräch mit einem Heißgetränk. Wir haben doch nicht mal was. Letzteres haben wir zwar nicht, aber das Gespräch schon. Oh mein Gott, Ted steht mit einem Fuß. Okay, wir werden sterben. Wie wäre es mit diesem Ausflug nach Nevada, den wir schon eine Weile aufschieben? Vielleicht sollten wir dorthin. Wir werden jetzt ins Nevada gehen. Wir sind jetzt tot. Ende. Oh mein Gott, das war mein schnellster Tod und das auf diesem Kanal. Nein. Ich wollte eigentlich angeben, dass ich gut bin. Weit vorauszuplanen ist normalerweise eine gute Strategie, aber fürs Erste sollte unser vorrangiges Interesse der Rationierung unserer Wasservorräte gelten, Mann. Zu viele Tage unter Wasser haben ihren Tribut gefordert. Ted ist verdurstet. Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend. Sie stürmte ins Ölland hinaus und schrie, dass wir es bereuen werden. Sie kämen schon irgendwie an Wasser. Wir haben gerade wirklich viel Angst. Den Weltuntergang zu überleben ist keine leichte Aufgabe. So viel ist schon mal sicher. Wir haben 6 Tage in einem Bunker Also, das lasse ich aber nicht auf mir sitzen. Das machen wir gleich nochmal. Ich wollte euch nur ein schnelles, alternatives Ende zeigen. Nein, ich teile mein Abenteuer nicht. Nur mit euch. Das war geplant. Das wusste ich selber nicht, dass es passiert. Aber ihr seht, es ist nicht so leicht. So, das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich glaube, ich spinne. Es war jetzt aber auch, weil es mittelschwer ist, ne? Also, das habe ich noch nie erlebt, du. Da geht mal das Messer in der Tasche auf. Also, ich glaube, ich spinne. So, jetzt nochmal. Also, das ist ja wirklich, also echt. Also, ich glaube, ich sehe nicht recht. So. Heilung mitnehmen ist immer gut. Weil ihr werdet euch verletzen. Definitiv. Das passiert immer. So, rein damit. Nehme auch mal gleich den Koffer mit. In der Hoffnung, dass da irgendwas Tolles drin ist. Und das Wasser natürlich auch. So, die Gasmaske ist auch da. Die muss ich auch mitnehmen. Aus dem Weg! Ich bin jetzt gleich in Witwe. So, die Gasmaske ist ganz arg wichtig. Und dann nehmen wir noch... Ich habe zu wenig Wasser und sowas, ne? Pfefferspray, Insektenspray, Essen, yes. Rein damit. Vielleicht noch das Radio irgendwo, fände ich ganz toll. Die Tochter auf jeden Fall. Wasser. Oh Gott. Bitte schnell, rein damit. Was gibt's noch? Radio, yes. Take it. Die Waffe vielleicht noch ganz schnell, weil wir zu gierig sind. So, okay. Ich hoffe, das reicht. Ich bin zufrieden. Das Kind vielleicht noch. Oh Gott, nein. Nein! Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Okay, ich bin wirklich Witwe. Aber ich weiß nicht, ob es gut war, den Sohn mitzubringen, weil der wird ja auch mein Essen wegessen. Wer so denkt, sollte niemals Kinder kriegen. Okay. Dann nochmal. Das war alles nur Probe vorhin. Tag 1. So. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So, da sind wir also. Wir drei sind gesund und munter. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen. Ach, wären wir doch bloß zu viert. Ach, komm. So, also. Als wir die Falltür unseres Bunkers öffneten, waren einige der Regale bereits gefüllt. Gut, dass wir diesen Koffer geschnappt haben, denn da ist eine Axt drin. Und okay, das ist sehr gut. Wir haben gerade genug Wasser. Einen besseren ausstraffierten Bunker haben wir noch nie gesehen. Alles easy. Wichtig ist übrigens bei dem Spiel auch, sobald die Eltern tot sind, ist das Spiel vorbei. Deswegen, ich bin nicht die, die das Spiel entworfen hat, aber ich werde in dem Spiel meine Kinder öfter rausschicken, weil wenn die sterben, hat es auf mich keine Auswirkung. Das hört sich so falsch an, aber das ist halt das Spiel. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir einfach rausgehen und verschwinden könnten? Wenn wir so wie früher spazieren gehen könnten? Ja, die verpestete Luft riechen könnten? Ach, dieser Geruch der Freiheit fehlt uns einfach. Erster Tag, easy. Tag 2. Wir haben jetzt das Radio, das ist sehr wichtig. Nach wie vor sind wir lieber hier unten in Sicherheit als tot dort oben. Dolores hat heute trotz der sturmen Umstände gute Laune. Mary Jane geht es bewundernswert mit der Situation um. In furchtbaren Umständen und uns plagenden Schwierigkeiten zum Trotze ist Timmy sehr tapfer. Auch noch kein Durst, alles easy. So. Es ist verrückt. Wir finden überall kleine Spinnen, die uns in unserer Suppe, in unserem Wasser. Wir könnten schwören, dass einige von ihnen immer wieder kommen und sie werden jedes Mal größer. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen in den Krieg gegen diese Spinnen ziehen.
Ich würde, glaube ich, das Buch nehmen, weil das Insektenspray würde ich vielleicht später noch mehr brauchen. Ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes passiert und einer sich irgendwie krank wird oder irgendwas passiert. Ja, wir sind nicht krank. Und das Buch ist auch noch da. Ein gutes Buch bietet eine passende Lösung zu jedem Problem. Dazu zählen auch marodierende Spinnen. Nur ein paar gezielte Schläge und jeder Spinne ist plötzlich klar. Was? Ach cool, wir haben sogar eine Ration bekommen, was das Wort Dezimierung bedeutet. Yes, wir haben sogar ein Essen bekommen. Sehr, sehr gut. Wie gesagt, es gilt wieder die 5-Tage-Regel. Wir lassen die jetzt so, wie sie sind. Wir haben über alles diskutiert, was uns eingefallen ist. Jetzt will niemand mehr reden. Die Stille ist wirklich verstörend. Wir sollten etwas unternehmen, bevor wir anfangen, Selbstgespräche zu führen. Radio. Deswegen nehmt das Radio mit, da kriegt ihr auch wichtige Infos. So. Das läuft, Leute, das läuft. Solange jetzt nicht hier wieder jemand kommt, der mich ausraubt. Ach, Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draußen doch noch, oder? So, Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Timmy geht es furchtbar, er braucht Wasser. Mary Jane kippt ständig um. Das hört sich jetzt ganz tragisch an, die sind schon dehydriert, aber die schaffen 5 Tage. Habt ihr gesehen, vorhin nach dem 6. Tag war es vorbei. In dieser Situation ist es schwierig, den Mut nicht zu verlieren. Wir hoffen, dieses ganze Chaos hat bald ein Ende, sonst enden wir vielleicht an einem viel schlimmeren Ort als an diesem gemütlichen Bunker. So, jetzt gibt's aber Essen und Trinken. Tag 5. So. Unter der Erde fühlt man sich schnell mal etwas niedergeschlagen. Kein Sonnenschein, kein Himmel. Wir müssen diesen Pessimismus abschütteln und unserem Leben etwas Frohsinn zurückgeben. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Mary Jane kippt ständig um. Ja, er braucht Wasser sofort. Dann sagen sie es eigentlich im Prinzip. Sie sagen es eigentlich dann auch, wenn es over ist. So, das heißt, sie dehydriert. Eigentlich sind sie jetzt nur dehydriert und haben noch keinen Hunger. Da es aber irgendwann gegen später, ihr könnt sogar 130 Tage überlegen, immer schwer wird zu wissen, wann habe ich denen jetzt Essen gegeben und wann trinken, gebe ich denen jetzt einmal alles, weil dann haben wir das einfach alles auf 5 Tage. Und ich habe noch viel Essen. So, okay, hier steht auch quasi immer, wie die drauf sind, ob wir sie ins Ölland schicken, brauchen wir aber nicht. Die Kinder sind in letzter Zeit ganz zappelig. Sie vermissen es, herumzurennen und zusammen in ihren Zimmern zu spielen. Auch wenn der Bunker viel kleiner als ihr Zimmer ist, vor dem ist Tisch genug Platz für wildes Toben und Fangen spielen. Sollen wir sie spielen lassen? Nein, sonst geht irgendwas kaputt. Bleib sitzen! Tag 6. Hey, länger als vorhin überlebt. Stolz auf mich. So. Wir können auch übrigens durchdrehen, die Leute, ne? Hier ist einfach kein Platz für solche Dinge. Wir können uns kaum strecken, ohne uns gegenseitig anzurempeln. Die Kinder waren nicht gerade glücklich, aber es ist an der Zeit, sich an die Lage zu gewöhnen und die Regeln des Bunkers zu akzeptieren. Kein Gerenne. So, wir sind alle fresh. Kein Durst, kein Hunger. So, auch immer noch stark kontaminiert ist auch wichtig, dass man deswegen nicht rausgeht und wenn nur mit der Gasmaske, was auch nichts bringen würde bei Strahlung. Was glüht da so in deiner Tasche, Timmy? Oh nein, mutierte Ameisen. Ihre gruseligen kleinen Mundwerke haben bei Dolores fast einen Herzinfarkt ausgelöst. Sie will sie raus hier, doch Timmy besteht darauf, dass dies der Anfang einer atomaren Ameisenfarm wird. Einer von beiden wird seinen Willen durchsetzen. Ich würde sagen Dolores, weil ich will nicht, dass die mir irgendwas klauen. Das ist ganz oft so, dass die was klauen. Ich hoffe, es ist okay, falls ich meinen Haxen hochmache. Ich liebe diese Position. Ja, sie ist ungesund, aber man muss es tun. So, hier wurde was hingemalt. Als die atomare Ameisenfarm ihren Höhepunkt erreicht hatte, ist Dolores vor Wut aufgesprungen. Und das nicht nur einmal. Mit einem manischen Grinsen auf dem Gesicht zerdrückte und stampfte sie so lange, bis sie alle Insekten erwischt hatte. Timmy war entsetzt. Oh, ich hoffe, dass die nicht nochmal zurückkommen und uns alle umbringen. Wenn man es schafft, diese Fliege, die hier durchs Bild übrigens fliegt, zu zerdrücken, kann man Essen bekommen. Was ist das? Es klingt wie ein fernes Grollen, aber es wird lauter. Und warum wackelt alles? Oh Gott, ein Erdbeben? Haltet euch an irgendetwas fest. Oh je, oh je, oh je. Ich will mich nicht am Radio. Vielleicht ist halt jetzt die Frage: Halte ich mich am Radio fest, geht's kaputt? Oder kann es dann eher nicht kaputt gehen? Das weiß ich jetzt halt nicht. Man kann auch nichts machen. Ich habe aber Schiss, dass eines der beiden Gegenstände kaputt geht, wenn ich es nicht mache. Ich halte mich mal nichts fest. Ich glaube, dass da eher was kaputt gehen kann. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich lass es mal. Oh Gott, bitte. Bitte, bitte, bitte nicht. Nimm mir nichts von den Gegenständen. Die sind so wichtig, alle noch.
Nein, das Radio ist kaputt. Ich weiß, oh, ich nicht jetzt halten sollen. Ah! Ich hatte recht. Ich hätte das Radio halten sollen. Oh mein Gott. Kacke. Was für ein riesiges Chaos. Es sind unsichtliche Sachen kaputt gegangen. Ich hatte halt Angst, dass die das vielleicht halten und dann hinfallen, wie in den ganzen anderen Situationen. Ach Mann. Oh, das regt mich jetzt schon wieder auf. So. Was kommt diese grüne... Wo kommt diese grüne Pfütze her? Oh je, aus einem Rohr tritt grünes Zeug aus. Das ist schlecht, ganz schlecht. So, wir nehmen das Pfadfinderbuch zum Stopfen. Oh, es ist so belastend, dieses Spiel. Das Buch, das hält alles aus. So. Ha, Problem gelöst. Kein Leck, keine Sauerei. Zurück zu unserem sauberen kleinen Bunker. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Das ist eine Lüge. Wir hätten nicht erwartet, dass wir unsere Nahrungsvorräte mit einem einfachen Kartenspiel aufstocken könnten. Aber genau das hat uns der Mann angeboten, der heute an unsere Falltür klopfte. Zwei Dosen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir seine Dosen. Wenn wir verlieren, bekommt er unsere. Ich habe kein Kartenspiel, sonst könnte ich das machen, aber ich würde es generell eh nicht tun. Außer ihr seid in absoluter Not. Ein Telefon. Glücksspiel ist ein schlechtes Laster. Was wären wir denn für Vorbilder für die Kinder? Wir brauchen Vorräte, aber so werden wir sie uns nicht beschaffen. Lieber rauben wir jemand aus. Wir haben den Mann fortgeschickt. Adios. Okay, jetzt muss ich unbedingt allen wieder Essen und Trinken geben, sonst sind wir dead. So, was gibt's hier? Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von der Atombombe ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Ich würde sagen, wir schicken Timmy raus. Okay, Timmy, du bist ganz tapfer. Ich hoffe, du bist jetzt nicht verstrahlt. Ich weiß nicht, ob nach 10 oder 14 Tagen die Strahlung nachlässt, was ja Schwachsinn ist, weil Strahlung bleibt ja viele, viele Jahrzehnte, nicht sogar hunderte Jahre. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei Ihnen passiert sein. Hoffentlich melden Sie sich wieder. So, sind alle jetzt gedurstet und gechillt. Wir hatten das Gefühl, etwas würde uns aus einer Ecke des Bunkers beobachten. Ja, das kenne ich, vor allem nachts. Wir glauben, es ist eine Ratte. Jedenfalls sieht es nach einer Ratte aus. Und zwar nach einer fetten. Wir haben entschieden, dass wir das tun müssen. Jetzt heißt es Sie oder wir. Boah, ich würde mal draufballern, oder? Würde ich euch raten. Ich glaube, sonst macht die was kaputt. Und ich nehme jetzt die Waffe, damit nicht unsere Axt kaputt geht. Was es auch war, nun ist es tot. Ziemlich tot. Vielleicht verstecken sich irgendwo in diesen gemeinen Löchern noch mehr davon. So. Wenn es irgendetwas über Dolores zu sagen gäbe, würde es hier stehen. So, die sind noch alle fein, fein. Wir sollten nur mal kurz einen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren in der Dunkelheit und einige Meter entfernt blitzte ein wildes Paar Augen auf. Uns blieben nur wenige Sekunden, um zu handeln. Ich mach mal nichts. Mach mal nichts. Oh nein, er ist verrückt geworden. Oh verdammt. Ich habe nichts gemacht, weil es ist ein Hund gewesen. Und für den Hund braucht ihr die Taschenlampe, weil ihr dann ins Gebüsch leuchtet und seht, es ist ein Hund. Ich habe einmal aus den Hund erschossen und ich brauche das Spray wahrscheinlich noch später. Warum ist er jetzt verrückt? Unter anderen Umständen hätten wir vielleicht versucht, es mit dem Wesen der Dunkelheit aufzunehmen, aber irgendwie war es nicht danach. Also schrien wir nur wie am Spieß vor Angst. Das Wesen hatte wohl mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Es ist sofort davon gerannt. Dolores kann nicht lange so durstig bleiben. Wir sollten Mary Jane etwas zu trinken geben. Timmy bevorzugt Apfelsaft, aber etwas Wasser wäre auch nicht schlecht. Und Timmy verhält sich seltsam. Scheiße, der ist jetzt verrückt. Oh nein. Ihr müsst jetzt auch stehen. Timmy kann es schaffen. Timmy kann ins Öland gehen, trotz dass er verrückt ist.
Achtung, ein Verräter. Die alten Comics von Timmy sind größtenteils harmloser Science-Fiction-Müll. Doch in einigen Geschichten sind nicht die mutigen Astronauten des Astro-Bürger-Programms die Helden, sondern Kosmonauten. Timmy lässt sich von der Propaganda des Sowjets komplett einlullen. Was für eine Schande. Sollen wir Timmy für seinen Verrat ins Öland verbannen und seine blasphemischen Comics auch gleich entsorgen? Boah, ich kann ihn jetzt rausschmeißen! Ist die Hand of Blood Community sadistisch oder nicht? Also meine ja, die hätten jetzt sofort gesagt rausschmeißen. Ich weiß es aber nicht. Könntest du mir ja gerne mal sagen. Ich würde jetzt mal sagen, wir lassen ihn, weil ich ihn sowieso gleich ins Öland schicke, aber nicht rausschmeiße, sondern er darf Vorräte so holen. Das ist genauso schlimm. So, let's go. Glück habt. So, wir müssen jetzt unbedingt essen. Ah ne, ist Tag 14. Wir haben Timmy gnädigerweise erlaubt, trotz seiner Taten im Bunker zu verweilen. Wir glauben an Resozialisierung und zweite Chancen. Und außerdem geht uns das Toilettenpapier aus und seine Propagandahefte kommen da gerade gelegen. Timmy ist noch immer nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ich dachte schon, die benutzen seine Hand. Okay, mein Freund. Morgen darfst du ins Öland. So, ich mache jetzt schon mal hier die Expedition an. In einem winzigen Bunker hat man begrenzte Möglichkeiten. Also dachten wir uns, hey, warum nicht ein paar Spiele spielen? Das ist schließlich nicht nur was für Kinder. So, morgen essen und trinken. Also heute. Das ist immer noch kirre, ey. Wir hielten es für eine gute Idee, das Schweigespiel zu spielen. Die Stille war zu nervig und wir haben schnell wieder aufgehört. So, dehydriert und hungrig. Dehydriert kriegen jetzt alle was. Und dann schicke ich nämlich den raus. So. Ihn. Und dann kann man ihm noch was mitgeben. Ich würde immer vorschlagen, den Koffer mitzugeben. Umso mehr Gegenstände bringen die nämlich mit. Das ist gut. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob er nicht so verrückt ist und dann stirbt. Ich nehme jetzt erstmal vorsichtshalber sie und gebe ihr den Koffer, weil ich weiß nicht, ob er wegen der Verrücktheit dann vielleicht doch sterben kann. Das stand gerade nicht da. Let's go. Goodbye, girl. Du wirst das schon machen. Ich bin stolz auf dich. So. Okay. Jetzt bin ich hier mit dem kleinen Gestörten. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Okay, passt alles? Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten bleiben. Aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt ihnen noch mehrere Probleme zu geraten. Wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unseren Rettungen kommen und uns zu einem guten, versteckten, gut ausgestatteten Regierungsbunker bringen. Jetzt hätten wir halt leider das Radio hören müssen, weil ich glaube, dass jetzt schon oben nicht mehr verstrahlt ist. Deswegen habe ich sie rausgeschickt. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht komplett verstrahlt, weil das erfährt man vom Radio und ich weiß nicht, ob es beim Normal-Schwierigkeitsmodus sogar länger braucht. Das weiß ich leider nicht. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten, um jegliche Übertragungen mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet werden. Wir können natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist aber vielleicht die schlauere. Nicht, wenn das kaputt ist, Mann. Wir sollten endlich mit dem Rätselraten über die Vorgänge da draußen aufhören und anfangen, Fragen zu stellen. Oder zumindest ein paar vernünftige Antworten anhören. Warum schalten wir nicht einen Radiosender ein? Weil er kaputt ist! Das ist halt, da seht ihr, wie wichtig das Radio einfach ist. Es ist einfach super wichtig. Hier steht auch, hol dir ein Radio, um weiteren Kontakt zum Militär herzustellen. Warte auf Anweisungen. Kann ich nicht. Mann. Frustrierend. Tag 18. Ihr habt noch Möglichkeiten, das Radio wiederzubekommen später, aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Ungewissheit ist ein Segen. Ein weiterer Tag in Ahnungslosigkeit wird uns nicht umbringen. Sehr optimistisch. Durstig ist auch alles im grünen Bereich. Eine Gruppe Ärzte klopfte heute an unsere Tür. Sie baten um Vorräte, um ihre Verbandskasten aufzufüllen. Das ist nicht schlecht, wenn ihr das macht, wenn ihr den Ärzten immer was gebt. Dann kommen die einmal irgendwann random und heilen alle eure noch Lebenden im Bunker, weil ihr werdet später durch Infektionen, durch Nicht-Waschen oder irgendwas krank werden und dann ist es nicht schlecht. Da ich aber einen Verbandskasten jetzt momentan noch habe, würde ich mein Wasser, weil ich nur zwei habe, auf gar keinen Fall hergeben. Noch nicht. Man, die kommen auch ab und zu öfter, deswegen. Ist halt immer random. Tag 19. Mein Sohn wird nicht mehr normal. Wir glaubten ihnen nicht, dass sie Ärzte sind.
Trotzdem wimmelten wir sie ab, für den Fall, dass sie doch echte Ärzte sind. Nicht, dass sie uns noch einen Hausbesuch in Rechnung stellen. So, Zeit, die Vorräte zu rationieren. Noch nicht. Es ist noch nicht Tag 20. Und jetzt merkt ihr, glaube ich, wie wichtig es ist, dass man diese Zahl immer im Kopf hat. Alarm! Draußen treibt sich eine nicht besonders freundliche wirkende Menschengruppe rum. Einige von ihnen kennen wir. Die waren früher Mitglieder unserer Nachbarschaftswache. Jetzt scheint ihnen das Wohl der Nachbarschaft nicht mehr so sehr am Herzen zu liegen. Dafür schwenken sie wütend und bestimmt ihre schweren Stablampen. Wir müssen etwas tun, bevor sie sich gewaltsam Zugriff verschaffen. Ich nehme das Schloss. Das sorgt nämlich dafür, dass die nicht reinkommen. Hoffe ich. Ja! Ist noch alles da. Wir hatten nicht gedacht, dass ein kleines Vorhängeschloss sie aufhalten würde. Aber es hat die unbekannten Angreifer entmutigt. Anscheinend haben sie einen Einbruchsversuch unternommen, schließlich aber aufgegeben und sich vom Acker gemacht. Ein Jammer, dass das Vorhängeschloss so stark beschädigt ist. Jetzt ist es nutzlos. Nun müssen wir die Räuber und andere suppengierige Barbaren anders abwehren. So, Tag 20. Hunger und Dehydrieren. Wir haben bald kein Wasser mehr. Oh Gott, hoffentlich bringt die Wasser mit. Eine ganz in weiß gekleidete junge Frau besuchte uns heute und bat uns um unsere Hilfe. Sie kam direkt zum Punkt und breitete einen Plan aus, der laut ihr ein Räuberlager zeigt, in dem ihr Zwillingsbruder gefangen gehalten wird. Anscheinend war der junge Mann so dumm, den größten Räuberboss zu einem Schwertkampf herauszufordern. Jetzt macht sich seine Schwester große Sorgen. Okay, Timmy, ciao. Ich brauche die Ration langsam für mich. Das hört sich so hart an. Ich wäre eine gute Mutter. Oh nein, sie ist krank. Okay. Die Frau rief schnell eine Gruppe von Freunden zusammen. Dann begaben wir uns auf eine Mission, die erfolgreich verlief. Den verschwundenen Zwillingsbruder zu finden, war kein Problem. Er klammerte sich an die Spitze einer Antenne neben dem Zaun und versuchte zu entkommen. Bei einem Duell mit dem Räuberboss hatte er eine Hand verloren, aber die Gruppe versorgte umgehend seine Wunden, sodass er überleben wird. Die Zwillinge bedankten sich und sagten, sie würden auf jeden Fall erneut mit uns in Kontakt treten. Mary Jane ist von der Oberfläche im Bunker zurückgekehrt. Wir sind überglücklich. Zu unserer Überraschung war die U-Bahn-Station alles andere als verlassen. Sie wird von einer Gruppe bewohnt, die Patronen als Währung nutzen. Sie waren bewaffnet und nicht übermäßig freundlich, aber es waren auch keine Banditen. Wir durften uns umsehen, solange wir ihre Sachen nicht anfassen. Wir lassen keine Gelegenheit aus, um an Wasser zu gelangen. Also füllten wir so viele Flaschen wie möglich mit trübem und verstrahltem Wasser aus den Toiletten auf. Was für ein Genuss. Wir haben jetzt zwei Wasserflaschen. Nach dem U-Bahn-Eingang entdeckten wir einen Tomatensuppenautomat. Natürlich befanden sich dort groß unsere Münzen. Ah, yes, wir haben wieder zwei Tomaten. So, sie ist jetzt halt krank, ne? Dolores, Dolores, verrückt. Müde. Jetzt habe ich halt ihren. Ich würde jetzt mal noch nichts geben, weil ich glaube, sie ist nur verstrahlt. Steht da, was mit ihr los ist? Mary Jane hat sich etwas Fieses eingefangen. Da kommt direkt der Alarm, du. Da kommt direkt der Krankenwagen, du. So. Jeder neue Geruch dringt uns in diesem kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihn kaum aus dem Weg gehen. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, wurden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der kleinen Öffnung getäubt. Aber hey, seht ihr, das Spiel ist so realistisch. Die wissen, dass sie krank ist und die suchen sie, aber sie finden sie nicht. Wir sollten uns das Loch vielleicht anschauen. Nein, das solltet ihr nicht tun. Wir ignorieren es. Immer schön fernhalten von Löchern, die stinken. Wir haben beschlossen, das Loch, den Gestank und alle möglichen Konsequenzen zu ignorieren. Gut so. Ein Schelm, wer Böses denkt. Wir sind schon genug Risiken eingegangen. Und uns wurde etwas schlecht und später hörten wir, wie sich in dem Loch etwas bewegte. Ein paar Stunden später war der Gestank verschwunden. So, was geht denn hier ab? Sie ist auf jeden Fall durstig, hungerkrank. Was steht denn bei ihr? Mary Jane möchte nur noch schlafen. Ihre Kraftreserven sind erschöpft. Jeder muss ab und an trinken. Mary Jane auch. Mary Jane verhungert. Geben wir besser was sonst. Hat sie schon Hunger? Oh ja. Ich gebe ihr jetzt mal was. Und ich heile sie jetzt auch mal. Obwohl... Nee, ich lasse es mal. Weil es hört sich hart an, aber die Mutter, wenn die jetzt krank wird, müssen wir die Mutter retten, sonst ist das Spiel Game Over. Das heißt, ich warte mal ab, ob ich noch ein zweites kriege. Das ist so assi, aber ey, ich kann nichts dafür.
Sie stießen auf die Überreste einer Barackenstadt von Räubern. Jemand oder etwas hatte sie übel zugerichtet. In dem Schutt sahen wir einen Kater, der inmitten von Blut und Körperteilen saß und sich ganz ruhig die Pfoten leckte. Wir gingen zurück in den Bunker und er folgte uns mit einem Abstand. Wir hören jetzt, wie er an der Falltür kratzt. Sollen wir ihn hereinlassen? Ja, du, eine Katze, die bei Körperteilen sitzt und sich die Pfote schlägt, die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Na Gott, bitte bring uns nicht um, sei kein Mutant, sei einfach nur nett. Ja, sie ist nett. Okay, das hab ich nie gemacht. Scharikow ist das. Als wir die Luke öffneten, hüpfte der Kater herein und stolzierte durch den Bunker, schnupperte an jedem von uns, an jeder Wand, an jeder Dosensuppe und jedem Möbelstück. Dann setzte er sich an einem ruhigen Platz und machte ein 12-stündiges Nickerchen. Auf dem Halsband steht Scharikow. Was ist das für ein Name? Ist das etwa irgendwie so eine Spionenkatze? Krank, hungrig, zermürbt, okay. Hier steht zum Beispiel, Mary Jane sollte erst wieder zu Kräften kommen. Timmy scheint große Lust aus den Aufwand. Okay, ich schicke mal noch niemand raus. Ah, okay, obwohl, vielleicht schicke ich doch jemand raus, weil ich glaube, wir können... Obwohl, nee, ich warte noch bis Tag 25. Ja, Radio können wir wieder nicht hören. Oh Mann, dieses Radio. Boah, sie sieht so fertig aus und die Katze ist so gruselig. So. Das einzige Wichtige ist jetzt regelmäßig das Radio anzuschalten. Haben wir aber leider nicht. Dehydriert, die halten noch aus. Sie ist hungrig und nur krank. So, ich schalte das, glaube ich, jetzt mal ein. Mary Jane ist doch neulich auf die Suche nach Vorräten gegangen. Als sie zurückkam, hatte sie eine Wunde an ihren Unterarmen. Sie sagt, es sei nichts Schlimmes, aber es sah nach einem Biss aus. Inzwischen macht die Wunde einen sehr schlimmen Eindruck. Wir fürchten, sie ist entzündet. Sie muss gesäubert werden. Nee, wir säubern hier gar nichts. Aber es kann auch sein, dass sie uns alle ansteckt. Ne? Das kann natürlich auch sein. Oh nein, jetzt sind wir auch krank, oder? Nee. Mary Jane wird wieder gesund. Das war weder ihre erste noch ihre letzte Krankheit. Sie sieht allerdings heute etwas blass aus. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall essen. Und was bei ihr? Sie auch durstig, hungrig. Ich gebe ihr jetzt auch schon mal was, weil dann haben wir wieder die 25 bei allen voll. Wird Zeit, dass wir entscheiden, wer die Überreste unserer Stadt noch nach Vorräten durchsucht. Du nimmst den Koffer mit. So. Okay, hol dir ein Radio. Bitte bring ein Radio mit. Bitte. Er ist auch wieder normal. Er ist nicht mehr verrückt. Ist gar nicht so ein schlechter Run jetzt, ne? Das vorhin war ein Fail. So. Timmy ist ins Ölland aufgebrochen. Hungrig, krank, zermürbt, müde. Die hat doch gerade schon gegessen, Mensch. Wir spielten eine Partie Liste der Dinge, die ich am meisten hasse. Und der Name Gnu tauchte auf, dein Spaß. Und der Name unseres Nachbarn war immer wieder ganz vorne mit dabei. Das erinnerte uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Wir haben uns schon immer gefragt, was sich darin versteckt. Schick mal sie nach draußen. Man muss auch aufpassen, wenn man Leute beklaut, dann hast du einen Blutabdruck an der Wand. Haben wir zum Glück jetzt nicht. Wenn du bei einem Raub Menschen tötest, dann kommt sich das Militär nicht retten. Yes, Kartenspiel. Das ist sehr gut. Weil damit kann man auch eventuell, wenn wir ein Radio hätten, das Militär auf sich aufmerksam machen. Wir marschierten zu Netz Haus und fanden den Tresor geöffnet vor. Sein Inhalt war fast komplett zerstört, aber ein paar Dinge konnten wir noch retten. Okay, wie sieht's aus? Hungrig, krank, müde, zermürbt. Hungrig. Ah, das ist ja gar nichts. Scharikow kommt gut allein zurecht, aber wir fragen uns, ob er wirklich auf sich alleine gestellt war. An seinem Halsband haben wir eine Plakette mit einer Adresse darauf gefunden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sein Besitzer noch am Leben ist und eine Reise ins Ölland ist gefährlich. Sollen wir zu der Adresse gehen? Ja, komm. YOLO. Und mit der kranken Tochter. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Okay, sie lebt noch. Wir packten uns unseren neuen plüschigen Freund und einen Spaziergang durchs Ödland zu machen. Um sofort trafen wir auf ein paar Herren mit Manteln, Flitzhut und Sonnenbrille. Sie knirschten mit den Zähnen, als sie den Kater sahen und sagten, dass sie ihn schon gesucht hätten. Er gehöre ihrer Großmutter, die ihn schon vermisse. Ehe wir etwas sagen konnten, schnappten sie sich Scharikow, dankten uns und gingen davon. Den Kater schien es nicht zu stören. Du Schwein! Hungrig, durstig. Hungrig, durstig geht noch.
Das Ölern steckt voll Überraschungen. Wie dieser Mann auf der anderen Seite der Tür, der sagt, dass er uns alles Mögliche für gute Munition anbieten würde. Sollen wir mit ihm handeln? Ich kann nicht. Ich habe nichts. Nichts, was ihm interessiert, Mensch. Es klappt schon wieder? Wir merkten, dass der Fremde enttäuscht war, aber das war nicht unser Problem. Das sehe ich auch so. Dehydriert, hungrig. Dehydriert, hungrig. Einen Tag halten sie noch aus. Die Zwillinge haben uns besucht und uns gefragt, ob wir eine Karte unseres Ortes im Bunker hätten. Ihre Gruppe wächst jeden Tag und ihnen geht in der Zeit langsam den Platz aus, weshalb sie nun durch den Ort streifen, um nach einem geeigneten Platz zu suchen. Leider keine Karte. Karte ist auch sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Too bad. Oh, Timmy ist zurück. Was hast du uns mitgebracht? Boah, shit, ist der auch krank? Nein, der ist auch krank! Hätten wir eine Karte, würden wir sie natürlich mit ihnen teilen. So, wenn man verzweifelt genug ist oder dringend Ernährungsbedürfnisse hat, sucht man an jedem Ort nach Vorräten, beispielsweise in Mülltonnen. Als die Bomben fielen, hätte der Müll abgeholt werden sollen, aber der Müllwagen kam nie. Wir hätten nie gedacht, dass wir das mal sagen würden, aber wir werden uns nicht darüber beschweren. Einer unserer ehemaligen Nachbarn hat ein paar ungeöffnete Suppendosen weggeworfen. Jetzt ist er der Abgeschmierte. Yes! So, dann haben wir hier noch... Oh, wir haben ein Radio! Ja, und eine Gasmaske! Yes! Gute Kinder, gute Kinder. Ey, sehr gut. So, dafür gibt es jetzt einmal Essen und Trinken für alle. Krank, müde, hungrig, zermürbt. Yes! Ich würde vielleicht mal die Tochter heilen. So, wenn jemand aus dieser verdammten Situation retten kann, dann unsere Regierung. Ja, das müssen wir jetzt hören. Yes! So, die Tochter mache ich jetzt gesund. War das die Katze? Die Katze! Wir hatten Kontakt hergestellt. Das Militär ist da draußen und wird uns holen. Jetzt müssen wir nur geduldig warten. Das hat der Soldat mit der langweiligen Stimme sehr deutlich gemacht. Oh mein Gott. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen nur auf weitere Anweisungen warten und das Radio am Laufen halten. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir... Scharikow heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist oder warum. Hat er uns vermisst? Unsere Nettigkeit? Unseren Optimismus? Oder will er was von unseren Dosen? Ich glaube, er will was von unseren Dosensuppen haben. So. Dolores wieder fit. Was sage ich? Mary Jane? Dolores nur hungrig, durstig und Hunger. Das kann ich stillen. Du lieber Gott, uns ist gerade wieder eingefallen, dass wir in 2 Monaten gen Süden reisen wollten. Wenn der Süden nicht existiert, machen wir das auf jeden Fall, oder? Noch existiert. Wir sind ziemlich sicher, dass sie keine warmen Orte bombardieren. Hm, ganz bestimmt. Was will die Katze? The Kitty Cat. So, er ist halt krank. Aber bei ihm sieht man es gar nicht so an. Wir kriegen das hin, selbst in Toronto. Die Frage ist, wo wir ein Boot herkriegen und, um dorthin zu gelangen. Wir haben gehört, dass man so am besten nach Europa kommt. So, wie sieht's hier aus? Hungrig, dehydriert, ich gebe mal Wasser, zermürbt, hungrig, hungrig. Okay. Wasser, ne? Wir brauchen langsam Wasser. Ein lautes Krachen, ein überraschender Schrei und Schutt, der von der Decke fiel. Genau das braucht man für einen guten Start in den Tag. Scharikow hat ein neues Spielzeug gefunden. Ein ungefährliches Kabel, das er aus der Wand gezogen hat. Wer weiß, wozu das Kabel dient, aber das Licht funktioniert noch. So wichtig kann es also nicht gewesen sein, oder? Sollen wir das Kabel unseres flauschigen Freundes mal genau untersuchen? Ich würde es eher nicht wagen, weil ich Angst habe, dass wir einen Stromschlag kriegen. Und ich würde nochmal Mary Jane auf eine Expedition... Ich lasse das mal mit dem Kabel. Ich werde mal Mary Jane auf eine Expedition schicken. Oh nein. Ist sie jetzt auch wieder krank? Nee, oder? Bitte nicht. Lassen wir dem Kater sein dummes Kabel. Das ist unser Zuckerbrot für ihn. Wir denken, dass wir den Kater brauchen können. Bei all den radioaktiven Kakerlaken und anderen haarigen Tieren. Wenn uns eine Armee von mutierten Hamstern angreift, sollten wir Scharikow auf unserer Seite haben. Und sie werden angreifen. Oh, das werden sie! So, was geht hier? Hungrig. Durstig, hungrig. Durstig, hungrig. Was steht hier? Mary Jane, Koffer, let's go! Sehr gut. Goodbye, mein Kleines. Du wirst das schon machen. So, der Kater ist sehr gruselig. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Das passt noch alles. Dehydriert und hungrig. Hungrig. Zermürbt.
Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz dran und die Nachbarschaft schien menschenleer. Nein, den will ich nicht öffnen. Ich habe mich dadurch mal an Wasser vergiftet. Kann aber immer anders sein, kann auch mal gut sein, kann auch mal schlecht sein, aber gerade geht es mir so gut, dass ich dieses Risiko nicht eingehen muss. Es ist ganz einfach, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. So, auf jeden Fall jetzt dehydriert und hungrig. Durstig. Oh je, jetzt wird es aber langsam hier echt knapp. Ne, ich hoffe, er hat Hunger. Ich hoffe, dass die was mitbringt. Timmy sitzt die ganze Zeit nur da und starrt Löcher in die Luft. Stimmt etwas nicht? Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden. Ja, reden ist immer gut. Radio, Radio, Radio lässt wieder blicken. Schon ein freundliches Wort hier und da kann andere aufheitern. Timmy scheint es besser zu gehen. Ach, Dolores. Dehydriert. Nein, unser Wasser. Verdammt, er ist krank, er wird müde. Auf unserer letzten Expedition bemerkten wir einen herrenlosen Panzer alleine auf weiter Flur. Er sieht beschädigt aus, könnte aber nützliche Sachen enthalten. Sollen wir jemanden rausschicken, um ihn näher anzuschauen? Ich würde das Wasser behalten und würde euch zeigen, was passiert, wenn ich Timmy rausschicke. Timmy lebt? Timmy lebt? Ich bin letztes Mal in die Luft geflogen. Im Inneren des havarierten Panzers fanden wir nur etwas verstreute Munition. Die nahmen wir mit. Oh mein Gott, er hat überlebt. Ja, dafür hast du jetzt aber wirklich ein Wasser verdient. Ein angeblicher Wissenschaftler kam an unsere Tür und rief: Dr. Scharikow, sind Sie da drin? Er suchte nach seinem Haustier, nannte es aber immer wieder seinen Lieblingsassistenten. Was? Er kann seine Forschung wohl ohne die Unterstützung durch Dr. Scharikow nicht fortsetzen. Da der Kater anscheinend keine Lust hat, den Bunker zu verlassen, sollen wir dem Doktor als Wiedergutmachung bei seinem Projekt helfen. Es wäre wohl nicht schlecht, sich mit anderen Ölandbewohnern anzufreunden, selbst wenn sie komplett irre sind. Okay, das ist eine verwandelte... Das hatte ich auch noch nicht, sehr witzig. Okay, sie ist wieder zurück. Mary Jane ist von der Oberfläche in den Bunker zurückgekehrt. Wir beschlossen endlich zu unserem Hinterhof zu erkunden und herauszufinden, was wir zwischen den Trümmern finden können. Unsere armen Beete und Blumen. Einst ernteten sie den Neid der ganzen Nachbarschaft, nun sind sie nur noch radioaktive Asche und Schutt. Es gibt hier wirklich nicht mehr allzu viel. Der einzige übrig gebliebene Baum ist restlos abgebrannt. In einer Höhle mit totem Stamm haben ein paar mutierte, dreischwänzige Eichhörnchen ihr Zuhause gefunden. Sie sind wirklich gut darin, Sachen zu sammeln. Hoffentlich stört es sie nicht, wenn wir uns etwas davon besorgen. Ja! Wasser und Essen! Ja! Zermürbt und hungrig. Hat mir eigentlich Mary Jane X mitgebracht? Doch. Ach, der Text galt ihr. Okay. Hungrig. Müde, hungrig. Hungrig. Yes. Bei unserer täglichen Inventur ist uns aufgefallen, dass eine Dosensuppe fehlt. Wir sind uns absolut sicher, dass sie gestern noch da war. Wer hat die Suppe gegessen? Ich beschuldige jetzt mal niemanden, weil es könnte sein, dass die durchdrehen und sich alle gegenseitig an den Hals springen. Wir werden einfach vergessen, was mit der kostbaren Suppe passiert ist. Eine Dose ist weder Drama noch Streit wert und außerdem haben wir nicht genug Beweise, um herauszufinden, wer der Täter ist. Vielleicht haben wir uns einfach nur verzählt. Wir werden es nie wissen. Aber wenn jemand die Dose gestohlen hat, wird er dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. So, Dolores ist einfach nur dehydriert, durstig, hungrig. Hatte sie vorhin schon Hunger? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Es könnte sonst sein, dass sie jetzt stirbt. Die Zwillinge haben wieder... nee, ich hab das... Ich probier's mal. Bitte stirbt nicht, bitte stirbt nicht. Weil mir jetzt nicht... Deswegen muss man echt immer 5, 5, 5 machen. Dann weiß man es immer. Ah, sie lebt noch. Gut. Leider konnten wir unseren Freunden diesmal nicht helfen. Sie waren ein wenig enttäuscht, doch sie akzeptierten es. So, jetzt kriegen die hier beides mal. Beides. Und er? Hunger. Ich gebe ihm jetzt auch beides, dann haben wir bei allen wieder die 5. So. Das Militär überträgt wieder. Sie sagten, sie wollen zuerst alle verbleibenden Überlebenden auffindig machen. Heute Abend wird ein Flugzeug unser Viertel auskundschaften. Wir sollen draußen im Freien sein und mit der Taschenlampe Signale geben. Ja, wer ist mit der Taschenlampe dabei, Mann? Haben wir nicht. Es klopft wieder. Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel Taschenlampenbatterien kosten?
So, Vorräte müssten jetzt eigentlich passen. Er ist nur krank und hungrig. Wir wissen noch immer nichts über das Ölland. Dolores ist zuversichtlich, Timmy nach draußen zu schicken, ist etwas riskant, aber er will helfen. Da steht schon, dass es wahrscheinlich nicht schaffen könnte. Der Kater hat den Bunker verlassen und kam mit einer Notiz von einem verrückten Wissenschaftler zurück, der uns mit Hilfe für sein nächstes Projekt bat. Er baut irgendeine Art Vehikel, hat uns aber keine Details verraten. Er schrieb nur, dass wir dieses Fahrzeug nutzen können, um das Ölland zu verlassen, wenn alles gut gehe. Er schrieb außerdem, dass wir Vorräte für eine Reise sammeln sollten, angefangen mit mehreren Flaschen Wasser. Er werde sie schon bald holen. Oh, es hört sich doch gut an. Das hatte ich auch noch nie. Oh, vielleicht werden wir doch noch gerettet, Leute. Maybe. Dolores würde wirklich gern essen. Es gibt auch keine Neuigkeiten. Hungrig. Das geht alles. Vor unserer Haustür steht ein Mann, der unser Freund werden will. Das behauptet er jedenfalls. Er wirkt harmlos, auch wenn ihm eine Mutation ein zusätzliches Paar Arme beschert zu haben schien. Er versichert uns, dass wir uns nicht anstecken können und bittet um Hilfe. Wenn wir ihm und seiner Gruppe Vorräte zur Verfügung stellen, helfen sie uns, wenn das nächste Mal Plünderer bei uns auftauchen. Ich gebe denen Essen, eine Dose, weil ich habe Angst, dass die jetzt dann uns ausrauben, wenn ich Nein sage. Wer ist jetzt schon wieder krank? Oh, er noch, ne? Es ist ein gutes Gefühl, in diesem grausamen Ölland Freunde zu haben. Ein paar Vorräte sind ein kleiner Preis für die Sicherheit der eigenen Familie. So, das passt noch. Hungrig, durstig. Hunger. Wieso hat die jetzt auf einmal Hunger? Zweimal Hunger ist nicht gut. Wenn Scharikow unseren Bunker schon für ein sein Zuhause hält, können wir auch versuchen, miteinander auszukommen. Wir könnten ihn herumtragen und ihn streicheln. Das mögen doch alle Katzen und Scharikow ist da hoffentlich keine Ausnahme. Andererseits könnte jeder Versuch, ihn anzufassen, zu einem vorschnellen Ableben führen. Nein, dann nicht streicheln. Ich glaube, dass das eben sowieso irgendein Professor ist, der sich verwandelt hat und deswegen keine Katze ist, die gestreichelt werden möchte. Wir gaben die verrückte Idee auf. Wir hatten so die Ahnung, dass das nicht gut enden würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Katzen hassen mich. Ich weiß nicht, wie ich Katzen anfassen soll. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich eine Katze sehe, das funktioniert nicht. Okay. Dehydriert. Ich gebe dir mal beides. Ich habe das Gefühl, die stirbt sonst. Und dehydriert und Hunger. Ja, ich gebe denen jetzt mal schon. Ich habe Angst, dass sie sterben. Ich gebe ihr jetzt aber mal was, aber nicht Wasser. Weil bei der stand schon vorher Hunger. Bei denen steht jetzt erst Hunger. Der Doktor kam und klopfte an unsere Tür, um die geforderten Vorräte einzuholen. Sie seien für sein Projekt sehr wichtig, sagte er. Wir können ihm vertrauen. Shit, ich habe nicht 4 Wasserflaschen. Nein, das wäre wahrscheinlich die Rettung gewesen. Oh nein, er hat es ja gesagt, ne? Nein, ich hätte die Kinder sterben lassen sollen. Dieser Typ ist ein bisschen verrückt, selbst für unsere Verhältnisse. Wir behalten unsere Vorräte fürs Erste. Oh nein, Schar, sage ich dazu nur. Bei gestrigen Charadespiel kam heraus, dass Mary Jane Anti-Establishmentarismus nicht buchstabieren kann. Ey, ich werde auch raus. Was Dolores sehr enttäuschte. Sie besteht darauf, dass Mary Jane... Ach, lass sie doch in Ruhe, ey. Solange sie... Oh, oh. Der Sohn, oder? Ah, gut. Ich schicke die Tochter nochmal raus. Mary Jane machte eine richtige Szene und klagte, dass Dolores nie zufrieden sein würde, selbst wenn ihre beiden Kinder die Präsidentschaft übernahmen, Nobelpreise gewinnen und zugleich die ersten Menschen auf dem Mond wären. So, es macht kein Drama hier. So, ach, sie kann ja gar nicht raus. Okay, ich schicke den Kranken raus. Wir haben jetzt echt nichts mehr zu verlieren. Ich habe auch nicht mal mit meinem Koffer? Okay, Kiddo, goodbye. Schaffst das schon. Die Vorräte werden knapp. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aussortieren hier. So, Timmy ist in Ölland gegangen. Hungrig. Unser Lieblingsradiosender hat den Betrieb eingestellt. Auch auf anderen Frequenzen haben wir nur Rauschen zu hören. Sind alle Sender verschwunden? Vielleicht sollten wir uns im Radio rumbasteln. Bloß nicht. Dann geht es nämlich kaputt. So viel ich weiß. Hoffe ich. Eventuell.
Wir sind sicher, dass sie technische Probleme haben. Ja, das muss wohl sein. So. Durstig, Hunger. Hunger, durstig. Ein Tag geht noch. Schon wieder der verrückte Professor. Verdammt! Ich brauche jetzt ganz viel Wasser, weil das wäre die Rettung. Ich glaube, wenn ich dem das jetzt geben würde, würde der mich retten kommen. Aber so viel Wasser gegen Ende ist halt echt hart. Der Doktor geht uns langsam auf die Nerven. Ja, wir haben ihm versprochen, ihm Vorräte zu geben, aber es ist so schwer, sie herzugeben. Sie sind ihr Gewicht in Gold wert oder in Dosensuppen. Er macht bald nichts mehr. Die Zwillinge kamen auch. Ich hab die wichtigen Gegenstände nicht. Also die Zwillinge sind einmal eine Timeline, die mich retten können. Der Doktor, das Militär. Von denen kam gerade auch gar nichts mehr. Hätten wir eine Karte, würden wir sie natürlich mit ihnen teilen. So, die Vorräte passt. Wieso ist die immer noch dehydriert? Die lasse ich jetzt sterben. Eine Verbrecherbande hämmerte plötzlich an die Falltür. Sie befahlen uns aufzugeben und ihnen all unsere Vorräte zu überlassen. Wie sollen wir reagieren? Ich schieße die jetzt ab. Jetzt reicht's mir. Nein, die Tochter ist tot! Wir haben Widerstand geleistet und diesen Räubern gezeigt, wer hier das Sagen hat. Wir hoffen, dass sie nicht ein anderes Mal mit ihren Freunden wiederherkommen. Dolores würde wirklich gern etwas essen. Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, ach so, wir hätten ihr Wasser geben müssen, wurde sie wütend. Deswegen war halt jetzt schwierig, weil ich hatte jetzt nicht mehr diese 5 Tage, sondern irgendwie, man kommt dann irgendwann durcheinander. Aber egal, eine Person weniger, die uns Essen raubt. So. Vorräte, passt, dann bleibe ich halt allein. Konnte Militär wieder... Das will das Militär die ganze Zeit diese Kacktaschenlampe, die ich nicht habe. Ich habe jetzt nochmal Kartenspiel bekommen, glaube ich. Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel Taschenlampenbatterien es kostet? Timmy sollte mittlerweile zurück sein. Wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen. Vielleicht kommt er nie wieder. Oh nein, Timmy ist tot. Hungrig, durstig. Nein. Dieser verrückte Doktor. Es ist jetzt wirklich, ich muss die Expedition jetzt allein machen. Ich esse jetzt mal und hoffen, dass ich 3 Wasserflaschen bekomme, weil es wird mir jetzt die ganze Zeit angeboten, dass ich das machen soll. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass ich jetzt eine Expedition habe und mache. Wir sagten dem komischen Kauz, dass er unsere Suppe in Ruhe lassen soll. Wir können ja nicht einfach unsere Vorräte in jeden x-beliebigen sonderbaren Ölandbewohner verschenken. Die ganze Phrase ist jetzt, oh, selbst wenn sie behaupten, wissenschaftlich zu sein. Oh Gott, also sie sagt ja, die ganze Phrase sollte jetzt vorbei sein. Ich hoffe, dass er trotzdem nochmal kommt. Ich muss es riskieren, weil ansonsten, glaube ich, gibt es keinen... Ja, nehmen wir die Waffe mit. Die Axt. Ja, weil jetzt könnte ich halt doch warten, bis das Militär sich meldet, aber ob das funktioniert. So, jetzt gehen die Tage voran. Ich lebe noch. Was? Hä? Das hatte ich ja noch nie. Dolores ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir... Nein, 2 Fremde, wahrscheinlich Räuber, haben die Überreste unseres Hauses durchsucht. Wir haben sie reden hören. Einer erwähnte, sie hätten eine Frau gefangen, deren Beschreibung auf Dolores passt. Wir glauben nicht, dass sie sie gehen lassen werden. Nein! Ich bin gestorben! Oh. Aber okay, hey. So. Erfolgreiche Expedition, 3 von 5. Von Expeditionen mitgebrachte Gegenstände 11. Nein-Entscheidung 8. Ja-Entscheidung 3. Brauchte Suppen 7. Bunker verteidigt 2-mal. Überlebende Tage 58. Verbrauchtes Wasser 7. Ja, Leute. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es versucht. Ich werde mal Henno sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat. Ich schaue in die Kommentare. Könnt ihr mir Feedback geben. Wenn ihr sagt, es ist cool, frage ich ihn mal, ob er es mal in sehr schwer probieren möchte. Ich kann es mir ganz lustig vorstellen. Deswegen, ja. Lasst einen Daumen gerne nach oben da. Gute Besserung Henno, gute Besserung euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffen wir, dass Henno bald besser geht. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die erste Runde vergessen wir bitte. So, vielen Dank.